tauschen Teil der kurischen Nährung liegt das kleine Fischerdorf Nitten. 1929 entdeckt der Schriftsteller Thomas Mann die idyllische Ostseehalbinsel für sich, baut hier sein Sommerhaus. Die Germanistin Irena Weiseiter aus Vilnius, Vorsitzende der Thomas-Mann-Gesellschaft, wollte, dass das Haus wieder mit Leben gefüllt wird. Und es ist ihr gelungen. Eine Lesung mit Frido Mann, dem Lieblingsenkel des Nobelpreisträgers. Die göttliche Schöpfung mindestens genauso gewaltig offenbart. Ich habe es wirklich gefühlt und verstanden, dass dieses Haus sehr wichtig ist für Litauen, für Nidden, für unsere Kultur, für unseren Kulturaustausch mit Deutschland. Dass Thomas Mann so eine Figur ist, die uns alle irgendwie, sie ist sehr wichtig und belehrend. Und Thomas Mann ist natürlich ein deutscher Schriftsteller, aber er gehört der ganzen Welt. Irena Weiseiter erkennt bereits die hohe Symbolkraft des Hauses, als es noch im sowjetischen Militärsperrgebiet liegt. Nach der Wende gelingt es ihr, in Zusammenarbeit mit der Schorrer-Stiftung hier ein Museum aufzubauen. Auch die Mann-Erben sind sofort von der Idee begeistert, verzichten auf Rückübertragung des früheren Besitzes. Irena Weiseiter habe ich viel zu verdanken und ich habe sie immer von Anfang an hochgeschätzt. Ich habe sie dann sehr schnell auch erlebt, so als engagierte Vorsitzende des Kuratoriums, wo sie ja lange Zeit geleitet hat. Und wir haben auch immer Ideen ausgetauscht, sie hat mich sehr angeregt hier. Bemerkenswert, denn die 84-Jährige ist eine der wenigen Jüdinnen, die den Holocaust in Litauen überlebt haben. Ihre Mutter wird von den Nazis ermordet. Sie bleibt allein im Ghetto von Kaunas zurück. In einer Untergrundschule lernt sie heimlich die Balladen von Schiller und entdeckt ihre Liebe für die deutsche Literatur. Da waren in dieser schrecklichen Zeit von unerhörter Grausamkeit, man kann sie gar nicht verstehen und beschreiben, wie grausam man war, habe ich die Worte von Treue, von Liebe, von schönen Sachen gehört. Und das hat mich nicht, und ich muss sagen, dass ich nicht nur physisch gerettet wurde, ich wurde auch geistig gerettet. Und das ist sehr wichtig. Heute ist Irena Weiseiter, die 7 Sprachen spricht, eine der großen Denkerinnen Litauens. Seit 16 Jahren verbringt sie ihren Sommer in einer kleinen künstlerdatschen Siedlung in Nitten und versammelt dort Kulturschaffende aus der ganzen Welt. Wir fühlen uns hier sehr gut. Wir sind hier immer in einer sehr schönen Gesellschaft. Wir haben so wie ein Studentenheim hier. Ich bin sehr immer glücklich, wenn ich nach Nitten komme. Ich komme jedes Jahr. Ich brauche die Aussicht. Ich muss auf den Haf sehen, auf die Dünen, auf das Meer. Und dann habe ich so eine geistliche Unterstützung für das ganze Jahr. Und ich muss sagen, dass Nidden ein Ort ist, der Ihnen etwas über Ewigkeit sagt. Es ist nicht nur Natur, es ist ein ganz besonderer Ort. Man fühlt hier, dass das ein geistiger Ort ist. Selbst als ihre Adoptivmutter von den Sowjets nach Sibirien deportiert wird und dort zu Tode kommt, Irena Weiseiter wollte nie das Land verlassen. Ihr großes Thema war immer Versöhnung und Zusammenarbeit, auch mit Deutschland. Hier auf der kurischen Nährung, einst Teil von Ostpreußen, finden sich jede Menge Spuren einer gemeinsamen Kultur. Der alte Friedhof von Nitten mit seinen außergewöhnlichen Grabmälern ist für Irena Weiseiter einer dieser ganz besonderen Orte. Ich hatte nie einen Hass gegen Deutsche, nie. Ich habe immer unterschieden zwischen Nazis und Deutschen. Ich werde nicht sagen, die Deutschen haben das gemacht. Ich werde sagen, die Nazis haben das gemacht. Wie ich nicht sage, dass die Russen das gemacht haben. Das haben die Sowjets gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden sind, aber wie ich es sehe, ist für mich Deutschland ein Vorbild, wie man mit der sehr schweren und sehr schuldvollen Vergangenheit umgeht.
Goethe-Medaille zeichnet ja Personen aus, die sich in besonderer Weise für den deutsch-litauischen oder eben deutsch-ausländischen Kulturaustausch verdient gemacht haben. Und wenn man Irena kennenlernt, wenn man ihrer Aura begegnet, dann merkt man ganz schnell, warum sie unbedingt diese Medaille verdient hat. Sie hat sich ihr Leben lang für den deutsch-litauischen Kulturaustausch stark gemacht. Trotz ihrer Erfahrung im Holocaust hat sie sich wirklich für die deutsch-litauische Aussöhnung eingesetzt. Sie war immer eine Stimme der Verständigung, eine treibende Kraft, vor allem im kulturellen Bereich, aber auch darüber hinaus. Und eine ganz, ganz wichtige Stütze für das Goethe-Institut. Ohne starke Partner in dem Gastland kann das Goethe-Institut seine Arbeit nicht machen. Und Irena Wesseite ist für uns eine solch starke Stütze.